Ich habe hier einen Unternehmer, Kosten Karl. Kosten Karl. Und Kosten Karl möchte jetzt Zahnpastas produzieren. Das ist eines seiner neuen Projekte. Und das hier ist seine Controllerin Carla. Und Kosten Karl kommt jetzt eines Tages in das Büro von seiner Controllerin Carla und stellt folgende Frage. Und zwar möchte er wissen, wie es möglich ist, wie es produktionstechnisch möglich ist, 12 Zahnpastatuben die Stunde zu produzieren. Und hier muss man wissen, dass um Zahnpastatuben zu produzieren, man Arbeiter braucht und man braucht Maschinen. Und Carla soll jetzt eben herausfinden, in welcher Kombination, also wie viel Arbeiter und wie viel Maschinen brauche ich, um 12 Zahnpastatuben die Stunde zu produzieren. Und das macht jetzt Carla auch. Also, sie recherchiert das jetzt eben nach und findet Folgendes raus. Sie findet raus, dass es insgesamt vier Kombinationen gibt, um 12 Zahnpastatuben die Stunde zu produzieren. Und zwar gibt es die erste Kombination, wo man zwei Arbeiter beschäftigen muss und sechs Maschinen. Wenn man das macht in der Kombination, kriegt man 12 Zahnpastatuben. Es gibt eine andere Möglichkeit, vier Arbeiter zu beschäftigen und drei Maschinen, um 12 Zahnpastatuben die Stunde zu produzieren. Eine dritte Möglichkeit wäre, sechs Arbeiter zu beschäftigen und zwei Maschinen. Und eine vierte Möglichkeit ist, 12 Arbeiter einzusetzen und eine Maschine. Und wie man sehen kann an der Tabelle, eines meiner Einnahmen ist, dass Arbeiter und Maschinen substituierbar sind. Das heißt, ich kann Arbeiter durch Maschinen ersetzen und Maschinen durch Arbeiter ersetzen. Das spielt keine Rolle. Es spielt nur eben die Kombination hier eine Rolle. Das kann ich nur in dieser Kombination hier machen. Und diese Tabelle, die jetzt Controllerin Carla für Kosten Karl recherchiert hat, kann man auch grafisch darstellen an einem Koordinatensystem. Und ich male das hier unten mal hin. Das ist also mein Koordinatensystem. Auf der X-Achse habe ich meine Arbeiter, die Anzahl der Arbeiter eben. Und auf der Y-Achse habe ich meine Maschinen. Und ich kann das jetzt eben auch gleich beschriften. Arbeiter geht von 2 bis 12. Also ich mache das ganz grob. 2, 4, 6 und 12 müsste irgendwo hier sein. Und bei Maschinen habe ich 1 bis 6. Also 1, 2, 3 und 6. Und wenn ich diese Punkte jetzt abtrage, dann geht es ganz einfach. Arbeiter 2, 6, also bin ich ungefähr hier. Diesen Punkt nennen wir ihn A. Wenn ich Punkt B habe, das sind vier Arbeiter und drei Maschinen, da bin ich ungefähr hier. Punkt C, der dunkelgraue Punkt, sind sechs Arbeiter und zwei Maschinen. Und Punkt D sind 12 Arbeiter und eine Maschine. Und das kann ich jetzt natürlich auch einzeichnen mit einer Linie. Ich kann das approximieren, also ungefähr einzeichnen, wie es aussehen könnte. Wenn ich hier so eine Linie ziehe, dann sieht die ungefähr so aus. Was ich gleich sehen kann, ist, dass das kein linearer Verlauf ist. Also das ist schon ein bisschen gekrümmt. Und was ich an dieser Grafik jetzt ablesen kann, ist, dass diese Kurve mir zeigt, welche Faktoren, Produktionsfaktoren ich einsetzen muss, also was technisch überhaupt möglich ist, um genau 10, 12 Zahnpastatuben die Stunde zu produzieren. Also wenn ich das auch weiter aufsplitten könnte, also wenn ich diese Punkte, der Punkt wäre jetzt zum Beispiel ungefähr 3,5 Arbeiter und 4 Zahnpastatuben, also ich gehe davon aus, dass ich das jetzt unendlich aufsplitten könnte, dann zeigt mir diese Linie, zeigt mir einfach die gleiche Produktionsmenge, die ich die Stunde herstellen muss. Also in meinem Beispiel 12 Zahnpastatuben. Und deshalb nennt man diese Linie auch Isoquante. Iso heißt gleich und Quant heißt Menge. Also diese Linie zeigt mir die gleiche Menge an, die ich produzieren kann mit verschiedenen Produktionsfaktoren. Ich setze ja auch immer unterschiedliche Maschinen und unterschiedliche Arbeiter ein. Und was man sehr gut an dieser Grafik herauslesen kann, was ganz wichtig ist, ist jetzt eben, was ich aufgeben muss, wenn ich zum Beispiel an dem Punkt bin, am Punkt 2,6,
Da kann ich jetzt ablesen, was passiert, was muss ich abgeben, wie viel Maschinen muss ich abgeben, wenn ich einen Arbeiter mehr einsetze. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt von 2 auf 3 Arbeiter gehen, dann müsste ich ungefähr, wenn ich das hier ganz grob ablese, ich müsste also 2 Maschinen aufgeben, um einen Arbeiter mehr einzustellen. Also das ist jetzt eben ganz grob hier, was ich hier eingezeichnet habe. Und dieses Verhältnis, das kann man so auch ein bisschen als Opportunitätskosten bezeichnen, wie viele Maschinen ich aufgeben muss, um einen Arbeiter mehr einzusetzen, das nennt man auch die Grenzrate der technischen Substitution. Ich schreibe das hier oben mal hin. Grenzrate der technischen Substitution. Und was man sehr schön sehen kann an dieser Isoquante, ist, dass diese Grenzrate der technischen Substitution sich entlang dieser Isoquante verändert. Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Grenzrate der technischen Substitution hier anschaue, dann haben wir gesagt, die ist ungefähr bei 2. Wenn ich mir jetzt aber die Grenzrate der Substitution hier unten anschaue, also von 5 auf 6 gehe, also wenn ich einen Arbeiter mehr einstellen möchte, dann muss ich hier, sage ich mal, 0,5 Maschinen weniger einsetzen, um einen Arbeiter mehr einzustellen. Also meine Grenzrate der Substitution ist hier 0,5, meine Grenzrate der technischen Substitution ist hier oben 2. Und warum ist das so? Das ist so, weil der Produktionsfaktor Arbeit hier oben ganz knapp ist. Ich setze hier nur 2 Arbeiter ein. Und der gleiche Produktionsfaktor Arbeit hier unten, ne, ich habe ja schon sehr viele Arbeiter, also 6 in meinem Beispiel hier, nicht knapp ist. Das ist also reichlich vorhanden. Deshalb ist die Grenzrate der Substitution hier sehr hoch an dem Bereich der Kurve. Ich kreise das mal hier ein. Und hier unten, ne, in dem Bereich der Kurve, wo Arbeiter reichlich zur Verfügung sind, sinkt die Grenzrate der technischen Substitution und wird eben immer kleiner. Das hat damit zu tun, dass die Linie keinen linearen Verlauf hat, sondern eben so ein bisschen gekrümmt ist.